Werte Geschäftspartner, ich wünsche einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe von Insights bei Aero. Thema heute: Wien Cloud Service Provider, abgekürzt VCSP, Getting Started. Ich denke, viele von Ihnen kennen das Programm, aber wir haben heute mit dieser Ausgabe einen Schwerpunkt gelegt, und zwar auf die Wien Service Provider Konsole in der Version V6. Und mit einem Schwerpunkt auch mit der neuen Integration von VBO 365, wie uns der Christoph, den ich recht herzlich wieder begrüßen möchte, mich vorhin schon korrigiert hat. Da gibt es eine Namensänderung, das heißt VBM für Microsoft 365. Gut, wir starten einfach. Wenn Sie Fragen haben, ich denke, die meisten von Ihnen kennen es, einfach bitte über das Fragefenster zu stellen, und damit gehen wir es auch schon an. So, Dale. Ja, wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite, Christoph Tauscher. Danke, Rainer, für die Einleitung, wie gewohnt. Ja, wie angeteasert, springe jetzt einmal direkt rein in die Agenda. Ist ein bisschen entschlackt, also nachdem wir einige neue Partner dabei haben, gehen wir wieder kurz über den generellen Überblick, was ist das VCSP-Programm, die Unterscheidung zwischen den Themen Cloud Connect und Full Managed Backup. Und dann, wie angeteasert, das wichtigere Thema heute oder das interessantere Thema heute für die meisten: Was kann ich mit der neuen V6 machen? Die WIM hat da wirklich große Änderungen eingebaut, die ja wir alle, hauptsächlich Sie als Partner, seit langer Zeit sich gewünscht haben. Ja, wir wurden erhört. Und zu guter Letzt haben wir noch einen kurzen Ausblick, auch wie angeteasert. VBO 365 wird aligned mit dem Microsoft Wording, heißt in Zukunft VBM 365, und da haben wir auch einen kurzen Ausblick in die Integration. Das Programm an sich, ja, wie gesagt, VCSP steht für Cloud und Service Provider Program, gibt es in den Ausführungen Cloud Connect bzw. Full Managed Backup. Sie haben über das Programm die Möglichkeit, sämtliche WIM-Produkte Ihren Kunden zur Verfügung zu stellen. Mittlerweile auch diese zentral managen zu können. Man muss, ja, wobei noch muss man es ausklammern, aber sobald man dann den Release von VBM 365 da haben, ist es auch zentral managbar. In dem Punkt zentrale Verwaltung und Monitoring. Nach wie vor können Sie mit einer Lizenz beginnen. Es gibt eine monatliche Abrechnung über Punktemodell. Alles wie gewohnt. So, wie angedroht, wir starten einmal mit Cloud Connect. Im Wesentlichen schaut Cloud Connect so aus. Oder Cloud Connect ist da sind Sie im Wesentlichen ein Scale-Out Repository für Ihre Kunden. Das heißt, Sie können Ihren Kunden einfach bedeutet, Sie brauchen in der kleinsten Ausbaustufe eine VM mit Repositories dahinter, können Sie Ihren Kunden die einfache Möglichkeit anbieten, zu Ihnen ins Data Center zu sichern. Das heißt, der Kunde hat eine weitere Datenzone, ist abgesichert. Wie funktioniert das Ganze? Ja, Sie kennen es von der WIM, es ist eine hochkomplexe Installation. Es ist eine ganz klassische Backup- und Replication-Appliance. Der fügen Sie die Cloud Connect-Lizenz hinzu. Dann erscheint links unten, ich hoffe, der Screenshot ist groß genug, dass man es lesen kann, im zweiten Screenshot ausgewählt der Punkt Cloud Connect. Über den fügt man ein Cloud Gateway hinzu, ist ja ein klassischer WIM Wizard, in dem man eine IP-Adresse, eine Description definiert und das Networking. Und zu guter Letzt drückt man ein paar Mal weiter und das Ding rennt. Das war's im Wesentlichen auf Ihrer Seite. Natürlich müssen Sie im Hintergrund noch ein Repository hinzufügen, aber ich sage mal, als bestehender WIM-Partner kennen Sie das, machen Sie das. Auf Kundenseite ist das Ganze ähnlich komplex. Und zwar geht man in die Backup Infrastructure, oder offizielle Variante. Der Kunde geht in die Backup Infrastructure und fügt Sie als Service Provider hinzu. In der Praxis wissen wir, dass Sie in die Kunden Appliance eingehen und sich selbst als Service Provider hinzufügen. Das heißt, Sie kennen ja den DNS-Namen, die IP-Adresse, die Sie vorher konfiguriert haben, detto die Credentials, drücken auf Weiter und die Connection ist hergestellt. Dann können Sie einfach einen zusätzlichen Backup-Job machen auf das zugewiesene Repository und das Thema rennt.
Im Thema Full Managed Backup wird die vorher gebaute Infrastruktur um die Service Provider Konsole erweitert. Das heißt, Sie stülpen dann einfach die Service Provider Konsole drüber, verbinden die mit Ihrem Cloud Gateway und können dann das Ganze managen. Das Setup von der Service Provider Konsole ist ja wieder mal hochkomplex. Sie drücken auf Installieren, akzeptieren die Terms. Da haben wir jetzt noch den Service Account definiert und worauf ich ganz besonders hinweisen will, das Zertifikatsmanagement. Da kommt hin und wieder zu Problemen. Prinzipiell sagt da jeder, ja, ist eh klar. Aber das ist wirklich so eins von den Themen, wo es öfter, ja, wie man auf gut Österreichisch sagt, speiert. Also da bitte ganz besonders aufpassen. Zu guter Letzt den SQL-Server verbinden oder installieren, der wird gegebenenfalls mitgeliefert. Ports definieren, wie die Service Provider Konsole nach außen telefoniert bzw. erreichbar ist. Und dann können Sie auf Installieren drücken, sich einen Kaffee holen und ja, wenn Sie dann mit dem Kaffee fertig sind, ist auch die Service Provider Konsole fertig. In der Service Provider Konsole, man sieht es da im Wesentlichen, die wichtigsten Sachen, die Sie machen müssen, haben Sie direkt im Getting Started Wizard drinnen, der auch quasi sofort aufpoppt, wenn Sie sich einloggen. Punkt 1, falls Sie es lesen können, ist das Zertifikat hinterlegen. Das ist einmal so der erste Schritt, sonst geht da gar nichts. Punkt 2 ist den Cloud Connect Server verbinden. Dazu ja, gibt man klassische Verbindung, entweder über den DNS-Namen oder über die IP-Adresse, weil natürlich die zwei Komponenten miteinander telefonieren, miteinander reden. Und zu guter Letzt setzt man auch den SMTP-Server für die Notifications auf. Danach geht schon weiter mit einem zentralen Punkt. Da kommen wir dann später auch noch einmal dazu, die Kundenanlage. Sie müssen Kunden in der Service Provider Konsole anlegen. Das ist relativ einfach. Im Wesentlichen gibt man da Stammdaten an. Und der wichtige Punkt in der Kundenanlage, das Thema Billing. Wenn Sie da schauen, es ist eine Billing Engine integriert. Die können Sie aber deaktivieren. Dann legt man noch Username und Passwort fest, legt fest, welche Ressourcen der Kunde nutzen kann. Das heißt, Sie können ihn theoretisch, also vor allem das Storage, das der Kunde verwendet, beschränken, müssen Sie aber nicht. Im Normalfall setzt man das auf Unlimited. Dann, wie vorher erwähnt, die Billing Engine kann man deaktivieren. Und der letzte Punkt ist dann das Welcome-E-Mail. Das ist insofern extrem wichtig, als dass in diesem Welcome-E-Mail der Download-Link für den Management-Agent drinnen ist. Der Management-Agent von der Service-Provider-Konsole ist die zentrale Komponente, um Ihre Kunden zu managen. Ja, wie der Name schon sagt, Equa. In dem Screenshot heißt er jetzt Master-Agent. Und hier geht es jetzt um das Management von Standalone Agents, also nicht von einer Backup and Replication Installation mit bestehenden Agents, sondern wirklich von Kunden, die zum Beispiel nur nicht virtualisierte Server und Workstations haben. Das ist nämlich eine wunderschöne Variante, die man da mit der Service Provider Konsole machen kann. Wenn Sie dem Kunden das Welcome E-Mail schicken, er dann den Management Master Agent ausführt, macht der nichts anderes als einen Discovery Job. Das heißt, er geht entweder auf AD-Basis oder auf CSV-Basis her, durchsucht das Netzwerk, durchsucht die Umgebung und findet dann sowohl Computer, also wobei Computer da sowohl Server als auch Workstations beinhaltet, gibt dann das Betriebssystem etc. aus, aber er findet auch bestehende Agents und Backup-Server. Und dann können Sie quasi einfach hergehen, wenn Sie jetzt in die Agents reingehen oder bevor Sie in die Agents reingehen, am linken Screenshot, Entschuldigung, jetzt war es schnell, haben Sie dann da die Möglichkeit, dass Sie einfach die einzelnen, ich sage jetzt einmal Instanzen, auch wenn es nicht ganz passt,
die einzelnen VMs, die einzelnen Windows-Installationen, das trifft es ganz gut, auswählen und dann mit einem Klick den Backup-Agent deploy. Sie haben dann da auch die Möglichkeit zu sagen, wie der Kunde oder ob der Kunde auf diesen Agent zugreifen darf, ob er da theoretisch, ja im Normalfall deaktiviert man es eh, aber man könnte dem Kunden die Möglichkeit geben, dass er selber noch Backup-Jobs anlegt, wenn er quasi ein zusätzliches Backup lokal auf irgendeiner Platte sichern möchte. Oder sie nehmen dem Kunden den Zugriff einfach komplett weg, managen das und der Kunde braucht und kann vor allem sich um nichts kümmern. Ja, der weitere Punkt, wenn dann die Agents deployed sind, dann springt man rüber auf Discovered Backup Agents und kann da den Agent managen, den Agent aktivieren, den Agent deaktivieren und updaten. Wenn es dann um das Thema Backup and Replication geht, funktioniert das Ganze ein bisschen anders oder eher in die andere Richtung. Dadurch, dass wir Backup and Replication nicht remote deployen können, übernehmen wir bestehende Installationen. Das heißt quasi, es ist ein sehr ähnlicher Workflow wie bei Cloud Connect vorher. Das heißt, Sie gehen wieder in die Installation des Kunden, in die Backup-Infrastructure und fügen sich selbst als Service Provider hinzu. Nur mit dem Unterschied, dass Sie das Hackerl setzen. Das Hackerl, falls Sie es nicht lesen können, Kurzfassung, allow this installation to be managed by the Service Provider. Damit haben Sie dann über die Service Provider Konsole Zugriff zusätzlich zu den Cloud Connect Backup Jobs. So, das war jetzt quasi in aller Kürze. Wie funktioniert VCSB? So ein grober Einblick. Was macht man am Anfang? Jetzt kommen wir zu dem neuen Teil, der V6. Im Wesentlichen, es dreht sich um Plugins. Also sowohl Pulse, was wir uns als erstes anschauen werden, als auch Microsoft 365 sind jetzt, also es ist, ich reite deswegen so auf dem Thema Plugins herum, weil es ein neuer Workflow ist. Es ist nicht mehr so, dass man einfach Welcome, einfach unter Anführungszeichen, Welcome-E-Mails verschickt und Sachen übernimmt, sondern man muss jetzt wirklich über die in der Service-Provider-Konsole integrierten Plugins Features freischalten. Das erste ist die Pulse-Integration. Kurzer Umriss zu Pulse. Pulse ist das Lizenzmanagement-Portal, über das man die Lizenzen generieren kann und auch Kunden anlegen und verwalten kann. Theoretisch. In Zukunft vor allem theoretisch. Das erste, was man dazu machen muss, ist die Service Provider Konsole mit ihrem Pulse Account zu verheiraten. Entschuldigung. Sie sehen da oben in der Headline von der Folie direkt den Link. Da können Sie einfach einen API Key generieren, inklusive, also Sie haben da den Private Key und können da auch direkt festlegen, wie lange dieser Key gelten soll. Empfehlung ist, dass er maximal 6 Monate gelten soll, dann sollte man den wieder austauschen. Und Sie haben da auch direkt noch einmal den Guide hinterlegt. Wichtig, bitte dazu einloggen. Eh klar, weil das ist ein persönlicher Key. Wenn Sie das dann gemacht haben, wählen Sie in der Service Provider Konsole, also das haben Sie eh direkt, wenn Sie sich einloggen. Sie sehen, es ist die gleiche Seite. Vorher waren wir oben auf Getting Started. Jetzt einfach ein bisschen runterschauen und in die Plugin Library. Dann, ja, weil es gerade dazu passt, Pulse auswählen und das Ganze verheiraten mit dem Token, den Sie eben da rauskopieren können. Und dann läuft das Ganze schon. Es geht dann im Endeffekt, wenn Sie auf Pulse draufdrücken, sehen Sie den Status der Connection und Sie sehen da unten 2 Punkte. Das eine ist das Company Management und das zweite ist das Key Management. Wenn man das dann aktiviert, dann gehen hier einige weitere Punkte auf. Und zwar, man sieht es jetzt leider schlecht, glaube ich, es gibt da die Möglichkeit, Companies, Reseller, License Keys und Support Information aufzurufen. Wenn man die Kundenverwaltung aktiviert, beziehungsweise das Company Management, geht es logischerweise um den Punkt Companies, was sehr, sehr cool ist in dem Bereich. Da sind jetzt leider die Screenshots verdreht. Im Wesentlichen geht die Pulse Integration her, schaut sich die Kunden an, die Sie in der Service Provider Konsole angelegt haben
und vergleicht das mit den Kunden, die Sie im Puls angelegt haben. Wie Sie wissen vom Lizenzmanagement her, Sie können für jeden Kunden eine eigene Lizenz anlegen, beziehungsweise dadurch, dass man Lizenzen nur noch einmal einspielen kann, brauchen praktisch alle Kunden, speziell die Backup and Replication, bei Ihnen haben ihre eigene Lizenz. Und der Hintergedanke ist dann, dass man das Reporting sauberer hinbringt, beziehungsweise, dass Sie wirklich in Puls und in der Service Provider Konsole die gleichen schön aufbereiteten Daten haben. Das heißt, Sie gehen dann im Wesentlichen her, haben dann die Möglichkeit, entweder in Puls angelegte Kunden zu bearbeiten oder in der Service Provider Konsole angelegte Kunden zu bearbeiten. Und der erste Schritt, den man dann macht, ist einmal ein Mapping. Also da gibt es den Button Automap. Da geht der Wizard rechts oben auf. Der ist ja recht spartanisch, aber im Wesentlichen durchsucht er oder vergleicht er sowohl die Kunden, die Sie in der Service Provider Konsole haben, als auch die, die Sie im Pulsportal haben, und schaut einmal, was könnte da zusammenpassen. Also in der Demo, wo jetzt eben gibt sowohl im Puls als auch in der Service Provider Konsole eine Firma, die heißt Alpha, sitzt in Atlanta, ja, das könnte passen, die zwei kann man verheiraten. Die Firmen Beta und Delta in Maine, die eher nicht. Könnten sie aber trotzdem netten, wenn da nur ein leichter Unterschied ist. Nachdem man das gemacht hat, können Sie mal hergehen oder können Sie hergehen und die Daten spiegeln lassen, quasi die Kunden in der Service Provider Konsole übertragen, die Sie in der Impuls nicht haben und umgekehrt. Und dann noch ein letzter wichtiger Punkt zu dem Thema. Sie können natürlich auch einstellen, dass alle Firmen, die Sie in der Service Provider Konsole anlegen, automatisch auch Impuls angelegt werden. Meine ganz persönliche Vermutung dazu, ich gehe davon aus, dass früher oder später uns das Thema Auto-Reporting zu 100% durchläuft und im Idealfall bekommen wir dann vielleicht sogar die Endkundendaten in das Reporting hinein, so dass wir diese zurückimportieren können und Ihnen dann auf der Verrechnung wirklich angeben können, welcher Endkunde wie viel konsumiert hat. Der zweite Punkt, der auch in dem Bereich einfällt, ist das Thema Lizenzmanagement. Das ja, gibt es zwar prinzipiell schon, aber ist jetzt auch neu aufgebaut über das Plugin. Ist wieder der gleiche Schritt. Zuerst einmal im Plugin selbst das Lizenzmanagement aktivieren, dann kann man auf den Punkt License Keys gehen und Sie müssen sich somit nicht mehr in Impuls einloggen, um Lizenzen zu generieren, sondern Sie können das wirklich direkt in der Service Provider Konsole machen. Das heißt, es ist zum einen ein Komfort-Feature, aber zum anderen auch ein Security-Feature, weil Sie müssen dann quasi weniger User Impuls verwalten und können da einfach Ihren bestehenden Technikzugang in der Service Provider Konsole hernehmen. Der Workflow ist ein bisschen anderer als Impuls für diejenigen, die ihn kennen. Im Endeffekt, wenn Sie eine neue Lizenz anlegen, müssen Sie einmal Ihr bestehendes Rental Agreement auswählen. Ich sage mal die Möglichkeit, ja, Sie haben eh nur eines, das aktiv ist. Dann wählen Sie das Produkt aus und das Expiration Date. Also wie gesagt, an sich ganz klassisch wie Impuls, bitte den Button Automatic Extension immer aktivieren, sonst müssen Sie im Worst Case alle 3 Monate eine neue Lizenz erstellen. Im nächsten Schritt wählen Sie dann die Produkte aus. Das heißt, Sie haben da eine Liste aller verfügbaren WIM-Produkte, stellen ein, wie viele Lizenzen der Kunde braucht und submitten das Ganze. Und dann letzter Schritt. Sie wählen die Lizenz aus und weisen sie einem Kunden zu, damit der dann darauf zugreifen kann, beziehungsweise diese Lizenz konsumiert. Das Wichtige ist, also wie gesagt, da geht es dann vor allem um das automatische Reporting, darum, dass die Service Provider Konsole Ihnen, normalerweise würde ich sagen am Ende des Tages, aber am Ende des Monats, einen sauberen Report über Ihre komplette VCSB-Umgebung ausspucken kann. Um
das Thema abzurunden oder quasi das letzte Thema ist das Thema Microsoft 365. Ganz kurzer Ausflug in generell das Thema, warum man das machen sollte. Die Microsoft garantiert eine Verfügbarkeit der Daten, macht aber keine Backups. Das schaut dann quasi so aus, die Folie kennen Sie sicher, wahrscheinlich ein bisschen einem anderen Farbton, aber das ist einfach eine Top-Folie zu dem Thema. Der wichtige Punkt ist, im Durchschnitt vergehen mehr als 140 Tage, bis man draufkommt, dass man eine E-Mail unabsichtlich gelöscht hat, dass irgendwas mit der E-Mail passiert ist. Wenn Sie schauen, der grüne Streifen ist ja in 3 von 5 Fällen im Bereich dauerhaft gelöscht. Das heißt, das E-Mail ist für immer weg. Unter anderem deswegen machen wir ein Backup von Microsoft 365 Umgebungen, weil man mit der Veeam eben, also nicht nur, oder sagen wir, die Microsoft 365 Familie, sie haben in der Lizenz natürlich genauso Teams, SharePoint etc. drinnen, aber damit können sie solche Risiken, sagen wir mal, aus der Welt schaffen bzw. reduzieren. In der Vergangenheit war es so, und eigentlich ist es immer noch so, der Client der Client ist multimandantenfähig. Das heißt, Sie können theoretisch mit einer Installation sowohl Ihren Service Provider Exchange sichern, als auch mehrere Microsoft 365 Mandanten, in dem Beispiel jetzt Exchange Online, wie gesagt, Klassiker. Die Appliance ist multimandantenfähig. So, was ist jetzt neu in der V6? Wir beginnen wieder mit den Plugins. Es gibt, beziehungsweise es wird geben, also es gibt schon in der V6, es wird dann scharf geschalten mit der VBM 365 in der V6 ein eigenes Plugin. Man sieht hier, oder ja, ich sehe es, ich fürchte für Sie ist es ein bisschen klein, man hat da wieder die gleichen Möglichkeiten wie vorher, also das Company Mapping und das License Usage Reporting. Und es gibt im Endeffekt zwei Szenarien, die man damit abdecken kann. Das eine ist das Remote Management und das zweite ist das Hosted Szenario. Im Hosted Szenario geht es darum, Ihren zentralen oder Ihr zentrales VBO, VBM 365 in die Service Provider Konsole zu integrieren. Das haben wir dann da. Also da stellen Sie einfach klassisch eine Connection her, wie wir es eh vorher schon 2-3 Mal gemacht haben, zum Beispiel zum Cloud Connect Server, verheiraten die beiden und sie reden miteinander. Und die zweite Variante, die komplett neu ist, die das Bild komplettiert, die das Szenario komplettiert, ist das Remote Management. Es ist zwar nicht vollautomatisch, es ist hemdsärmelig, aber ja, im Wesentlichen trotzdem ein vertrauter Prozess. Und zwar müssen Sie einfach hergehen und den Management Agent, den Sie eh von vorher schon kennen, zusätzlich zu der normalen Installation auch auf den VBO, VBM 365 Server des Kunden installieren. Dann können Sie, genau wie vorher erwähnt, ein Discovery über die Service Provider Konsole starten und auch den Server managen. Also ganz klassisch, sowohl mit den Lizenzen als auch mit den Jobs. Ja, wie Sie das sehen, ich habe mich leider ein bisschen verspekuliert. Ich wäre eigentlich davon ausgegangen, dass die V6 mittlerweile schon live wäre. Deswegen tut mir leid, aktuell leider nur Text zu dem. Screenshots werde ich natürlich nachreichen, sobald die Appliance live ist und wir sie tatsächlich testen und herzeigen können. Perfekt, danke Christoph für den Einblick. Ja, auch von meiner Seite aus, sollten Sie sehen, ja, sehr gut. Ja, unsere Services, ich denke, sie sind hinlänglich bekannt. Wie gesagt, wenn Sie Anfragen haben, bitte direkt an unser Lizenzteam zu schicken, hier wird geholfen. Veeam ist auch einer der Hersteller, wo ich wage zu behaupten, Services von A bis Z in Wirklichkeit, also von A bis Eros, für Z bis Team, um in deinen Worten zu reden, wie ich es von dir kenne,
Technische Unterstützung mit Roman Schodel, Consulting, sofern eben notwendig, Produktpräsentationen möglich und das Ganze drumherum. Was ich mitgeben möchte oder was wir mitgeben wollen, ich schicke Ihnen das im Nachgang noch im Link mit, sofern Sie sich noch nicht angemeldet haben, die Wien Partner Academy am 3.3. durch die ROECS Österreich gehostet. Wir würden uns natürlich über Ihre Teilnahme sehr freuen. Hier sei auch erwähnt, natürlich werden wir es auch wieder rekorden. Das heißt, wenn Sie Zeit haben oder wenn Sie es interessiert, ich denke, wir haben wieder gute Themen vorbereitet, aber wenn wir auch eben das Thema VB, so ist es jetzt richtig, sagt VBM, auch mit Roman Schodel auch live herzeigen in unserem Demo-Lab im Zuge dessen, bitte einfach anzumelden. Weiters natürlich, um wieder bei dem Jargon bleiben, A bis Z, natürlich sind wir auch autorisiertes Trainingszentrum. Das heißt, wenn Sie da was benötigen, bitte direkt unsere Homepage zu besuchen oder an mich sowieso oder an den Christoph oder auch an meine die Marion Beate Hochreiter sich entsprechend zu wenden. Gut, Aufzeichnungen rund um Wien, denke ich, auch soweit hinlänglich bekannt, aber nicht nur Wien, quer über unser Herstellerportfolio finden Sie auf unserem YouTube-Kanal, Insights bei Aero und natürlich auch spannende, interessante Podcasts. Schauen wir noch, ob Fragen aufgetreten sind. Nein, Christoph, ich glaube, du hast das, du hast das ausführlich erklärt. Dann darf ich mich recht herzlich für Ihre Teilnahme bedanken, für Ihr Interesse bedanken. Danke, Christoph, für den Einblick. Ja, und ich freue mich, Sie bei einer der nächsten Ausgaben von Insights bei Aero wieder begrüßen zu dürfen und wünsche noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören.